Achtung, Achtung! Leider ist mein Mikrofon in der Aufnahme zu laut eingestellt gewesen. Da mein Capture-Device das Mikrofon und Game-Audio als eine Spur aufnimmt, hatte ich leider keine andere Möglichkeit, als das ganze Video leiser zu stellen, damit ihr bei meiner lieblichen Stimme keinen Hörsturz bekommt. Dieses Problem tritt nur in Last of Us Episode 1 bis 3, Judgment Episode 4 bis 6 und Dragon Quest Builders 2 Episode 27 und 28 auf. Dickes Sorry dafür, trotzdem ganz viel Spaß mit der Folge. Ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Judgment. Ja, wir haben jetzt unserem neuen Freund, ja, es gab ja dieses Freundesfeature, seine geliebte Figur gebracht, die er unbedingt haben wollte, diese Collector's Edition Figur. Und jetzt laufen wir zu Shintani, was ja der Anwalt ist, in dessen Auftrag wir quasi arbeiten. Und kauen mit ihm nochmal den ganzen Fall durch. Gucken, was wir so rausgefunden haben. Etc. pp. Na, Kollege. Mal aufs Maul. Insta-Kill. Alter. Das sah cooler aus, als es hätte sein sollen. Ja. Dann, sprich mit Shintani, genau. Es ist immer noch verwirrend, diese deutschen Texte zu lesen in diesem Spiel. Aber hey. どうぞ。おい、ヤガミ。なんで先に回答だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。 Okay, dann setzen wir uns. Ach, das müssen wir. Okay, das müssen wir natürlich selber machen, weil das in eine Cutscene zu packen wäre zu einfach gewesen. なるほど。 どれどれ。その前に。ん?お前ら役割は脇まえておけよ。特に八神。そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん?わかるな?了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか?新谷先生。それでいい。 じゃあ、まずは現場の資料だ。12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムールーラのゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。 Über den schnellen Suchmodus. Der schnelle Suchmodus kann bei Untersuchungen von Beweisen verwendet werden. In diesem Modus wird eine komplette Ansicht des Beweisstücks auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Auf der rechten Seite siehst du eine vergrößerte Ansicht der Gegend und einen Cursor. Die Teile, die untersucht werden können, werden auf der rechten Seite in der vergrößerten Ansicht angezeigt. Wenn du auf X drückst, wenn sich der Cursor über einem bestimmten Bereich befindet, kannst du diesen Bereich näher untersuchen. Untersuche die Beweisstücke gründlich und erfülle alle Vorgaben, um die Untersuchung abzuschließen. Das ist jetzt also Wimmelbild. Ich muss die Todesursache rausfinden. Dann nehmen wir mal das Gesicht, ne? アイスピック状の凶器が脳にまで達したと見られる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構造中の工場界から強霊界への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても真犯人は十中八九工場界の人間。 その真犯人を特定できれば、自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し?俺はそこまで手間かける気はねえ。
Ja gut, aber Also ich meine, das stelle ich mir mega abartig vor, wenn man... Also sterben ist ja sowieso schon scheiße, davon mal ab. Aber stelle ich mir mega abartig vor, zu sterben, indem dir die Augen ausgestochen werden. その時まだ異常はなかった。つまり、この死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。 被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。GPSの位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に 最低限の隠蔽はしている。うんと。Okay, dann sind wir hier fertig. アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が 犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。まず事件の背景として関西の教令会と東条会との抗争がある。これまでにも教令会の極道が 2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は Vermutlich wurden die Morde im Rahmen eines, Verzeihung, eines Bandenkrieges zwischen dem Tojo und dem Kyore-Clan begangen. じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。 12月3日、夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前。松金組若頭、羽村恭平と、教令会の久米、村瀬の間で、口論が発生。羽村は、子分を使ってアムールに久米を拉致。その際、村瀬は久米を残して逃走している。羽村は、 アムールで1時間にわたって久米を監禁。手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後、検察が言うには、 羽村は2人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は 午前0時に久米とアムールを出た後、サウナにいたとアリバイを主張。しかし、それを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。 アムール前の防犯カメラ映像と
店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。Schätze, es gibt eine Menge guter Gründe, Hamura zu verdächtigen. ただ、あんたはどう考えてる？実際ハムラが組をやったと思うか？新谷先生。ハムラはムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に。 多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生。性格はあれだが、弁護士としては超優秀だな。同感です。ええ？まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ。どうかしたか？もしハムラが無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？ 事件に白黒つけるならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者を追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らはハムラの弁護をするだけだ。 Die Aufgabe eines Anwalts ist es zu verhindern, dass die Schuld seines Mandanten eindeutig bewiesen wird. Schätze, es ist nicht nötig, die Wahrheit herauszufinden. 少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。協力会組員村瀬明。あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのに、その後何もしなかったのか？ Stimmt, es würde nicht zu einem Yakuza-Mitglied passen, wenn Murase einfach den Schwanz eingezogen hätte. Es wäre ganz normal zu versuchen, Kume zu retten, aber wenn wir Murase befragen wollen, würde das bedeuten... そういう話だったろ。簡単に言うけどな。構想真っ只中の組ってのは。そうだった。分かった。行こう、カイトさん。ああ。よ、グッド。まず、können wir ja mal gucken。連中のアジトがあるはずだ。 それは松金組に聞くのが早いな。松金の親父さんなら知ってると思う。そうか。なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ。のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ。もともと一人で行く気だった。後で連絡するから。Okay. So, dann haben wir nach 10 Minuten oder so mal wieder Kontrolle. So, wir gehen jetzt zum Büro der Matsugane-Familie, um herauszufinden, wo der Kyori-Clan sich hier versteckt. Damit wir den Typen befragen können, der da einfach weggelaufen ist, obwohl er ja eigentlich seinen Kumpel hätte verteidigen müssen. Na, was heißt sein Kumpel? Also sein Clan-Mitglied, ne? Na, der versuchen müssen, da rauszuholen. Das ist schon ein bisschen weird. Guck mal, die drei wollen kämpfen, das sehe ich jetzt schon. Siehst du? Mit dem Pollen irgendwas machen können? Au! Ja, das Knacken tat. Tat vom Sound her schon weh. Ja, ich weiß, dass ich den Stil wechseln kann, aber das ist doch der Multifight-Stil, oder? Also der, wenn man gegen mehrere Leute kämpft.
So, dann gehen wir hier rein. Büro der Matsugane-Familie. Und wieder Klappe halten angesagt. So, hier ist es. Tōjō-kaikei Matsugane-gumi.規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、多忙。 なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやっさんだけだからな。この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあ、そうかもな。カイトはどうだ？元気でやってるか？元気だよ。 例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれが彼これ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺もカイトさんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやっさんに会ってなきゃ 俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいな、お前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ。羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。多分も手貸してくれんのか。 カムロ町に協力会の拠点があるだろ。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。 で、その梶平系列で KJアートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJアートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びでよ。まあもちろん。 Okay. Kaito-san, おやさんと話せたよ。協力会の拠点は KJアートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお、じゃあもしかしてドローンの出番か。それもあるかもな。了解だ。 Na dann, zu KJ Art. Und gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ey. Mist. Gucken wir mal, dass wir da reinkommen. Ach Leute. Die Fights sind ja alle noch easy, aber dann geht's ja nachher echt mit richtig schweren Fights weiter. Mal gucken. Wie gesagt, das erste Kapitel hatte ich ja schon mal fertig. Daher
Weiß ich so in etwa, was kommt. Das ist aber auch schon ein paar Wochen her. Jetzt für das Let's Play quasi nochmal komplett von Null angefangen. Und wieder ans Telefon. Gibt's irgendwo eine Katze? Ja, es gibt wieder eine Katze. Da ist sie. Und schau mal, eine Katze. Und er ist da oben, auf dem Dach. Da ist er ja, Kaito-san. Wir versuchen jetzt wirklich einfach in jeder Story-Ermittlungssequenz die Katze zu finden. Mal schauen, ob wir das schaffen. Wird bestimmt Situationen geben, wo ich dann einfach sage, nö, drauf geschissen, ich gebe auf. ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり強霊界のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか。見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。うん？しっかり見た。ああ。ああ、一応な。うん。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。 Pausenmenü, steuere die Drohne mit der Drohnen-App. Okay. Okay. Ich muss Fliegen auswählen, um die Drohne zu steuern. Ja, dann. So, Bild vergrößern, Bild verkleinern, beim Untersuchen eines Bilds, beenden, nach Abschluss, Untersuchung, Fokus, Kamera steuern, Drohne steuern, Drohne steuern. Ja gut. Über den Drohnensuchmodus. Du kannst bestimmte Gebiete mit deiner Drohne absuchen. Die Vorgaben auf der rechten Seite des Bildschirms geben dir Hinweise, was du untersuchen solltest. Bewege das Fadenkreuz während deines Suchflugs über potenziell verdächtige Gebiete und drücke R2, um einen bestimmten Ort näher zu untersuchen. Falls es an einer Stelle etwas Interessantes zu untersuchen gibt, erscheint ein Symbol zum Untersuchen. Drücke X, um diese Stelle genauer zu untersuchen. Untersuche alle Beweisstücke gründlich und erfülle die Vorgaben, um die Untersuchung abzuschließen. Ist auch wieder eine Katze. Ja, die haben wir schon gefunden. Die ist da oben. Schau mal, eine Katze. Oh, was für ein schicker Raum, aber keine Spur von Murase. Gucken wir eine Etage drunter. Ne? Nope. Auf dem Dach ist er auch nicht. Oi, are Murase je nei ka? Tolle Charakter Introduction. Dann kriege ich natürlich auch nicht mit, dass hier eine Drohne vorm Fenster fliegt. Au! Ich bleibe aber am liebsten in der Ego-Perspektive, das macht sich am einfachsten. Müsste jetzt, glaube ich, hier kommen.
Kann ich einfach mal das Fenster reinfliegen, oder? Nee, kann ich nicht. Ja, moin! Okay. Katze haben wir auch gefunden, also Ermittlung beenden. Völlig okay. Viel besser, der die Drohne fliegen kann als ich. Na dann los. Boah, wie die Jacke rumflubbelt. Durch sich selbst durch. Verdammt, abgeschlossen. Schätze, ich werde das Schloss einfach knacken müssen. Wer schickt mir da Textnachrichten? Die Polizei ist unterwegs. Sieh zu, dass du da wegkommst. Verdammt, ich muss mich beeilen. Skrupellose Schloss knacken. Das Knacken von Schlössern ist zwar nicht erlaubt, aber manchmal eben notwendig. Verwende einen Dietrich, um die Kerben der Stifte so einzustellen, dass sie an der roten Linie ausgerichtet sind. Jeder Stift hat eine bestimmte Position auf der Linie. Wenn alle Linien ausgerichtet sind, öffnet sich das Schloss. Ist dein Stift zu hoch ausgerichtet, fallen alle Stifte auf ihre Ausgangsposition zurück, auch die, die du bereits eingestellt hast. Jedes Schloss hat eine unterschiedliche Anzahl an Stiften. Einige Schlösser müssen innerhalb einer bestimmten Zeit geknackt werden, ansonsten gilt der Versuch als fehlgeschlagen. Ja, Skyrim Lockpicking, ne? Naja, nicht ganz Skyrim. Was ist das eher? Splinter Cell? Mach mir die Belüftung mal kaputt, wa? Na schön, ich muss nur... Ich finde das halt echt witzig, dass es mit Viereck und Dreieck ist. Für leichte und schwere Schläge. Fertig. Da kriegen sie ohne Profi. Das kriegen sie ohne Profi auf keinen Fall hin. Und jetzt zu meiner Verkleidung. Don Quixote, ich komme.
Don Quixote. Na dann, ab zum Don Quixote. Kann ja meine Ego-Perspektive die Straße hier langlaufen. Wo das vielleicht nicht gerade die beste Straße ist, um das zu machen. Aber hier vielleicht. Das sieht doch ganz cool aus. Ja, Arbeitsklamotten. Die wollen wir kaufen. Nehmen wir noch irgendwas mit? Zum letzten Tropfen dann Nudeln. Ja. Nehmen wir mal zweimal mit. Und generell hier alles zu futtern einmal mit. Toughness, Gesundheit, ja, gerne. Zack. So, und wieder zurück. Kaito ruft an. Dabo, Sagyofuku wa Kaito ga. Ah, ima katta tokoro da. Schiebt die Frau mich einfach beiseite. Während ich telefoniere. Ist eine Straße zu früh eingebogen, ne? Och, Leute. Achso, wir können ja jetzt mal den Chi-Punch ausprobieren, das hier. Boom, Junge! Zeigung, wenn man die Hintergrundgeräusche hört. Meine Katze randaliert hier ein bisschen. Ich glaube, die werde ich vor der nächsten Folge auf jeden Fall mal rausjagen. So, Kaito, da sind wir wieder. Ich muss den Overall anziehen. Über Tarnungen. An bestimmten Punkten des Spiels kann Yagami seine Identität durch verschiedene Tarnungen verheimlichen. Dafür musst du die Items-App öffnen und zum Register Tarnungen gehen. Um eine Tarnung nutzen zu können, muss sie im Inventar verfügbar sein. Tarnungen können nicht dauerhaft eingesetzt werden. Sie stehen nur dann zur Verfügung, wenn sie für eine Untersuchung erforderlich sind. Ich drücke hier gerade nichts. Das geht automatisch. Das Penner-Outfit vom Anfang. Aber wir nehmen die Arbeitsklamotten. Bis später, Kaito. Huch. Ich bin auf dem Weg in ein Yakuza-Hoheitsgebiet. Da kann ich mir nicht erlauben, meine Deckung auffliegen zu lassen. Eins nach dem anderen. Muss an der Rezeption vorbeikommen. Ja, das solltest du vielleicht erstmal tun. Domo. Eakon ga koshou sareta sou de. Shuri ni ukagaimashita. Oseo ni natte orimasu. Eakon no shuri no ken uketamawatte orimasu. 左手の扉から外に出ていただきますと非常階段の前に室外機がございます。あの中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。
ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。ビンゴ。Okay. Es ist dunkel. Ich muss das Licht anmachen, bevor ich nach einem Plan des Gebäudes suchen kann. Ernsthaft? Da ist der Lichtschalter. Na schön. Suchen wir nach einem Plan des Gebäudes. Ich höre schon wieder eine Katze. Ist sie vorne? Hä? Wo ist die? Das kann man nicht aufmachen. Jetzt wieder ein bisschen rechts. Da ist sie doch. Schau mal, eine Katze. Ja, das sind die Gebäudepläne, würde ich behaupten. Okay, ich habe einen Plan des Gebäudes gefunden. Hm. Offenbar braucht man einen Schlüssel, um zur Treppe in der zweiten Etage zu kommen. So komme ich nicht in den Raum, in dem sich Murase befindet. Irgendwie muss ich einen Schlüssel auftreiben. Das ist der Sicherheitsraum, also sollte der Schlüssel hier irgendwo zu finden sein. Ich sollte mich umsehen. Na, dann besorgen wir uns den Schlüssel, wa? Was ist das? Du hast den Schlüssel auf dem Schreibtisch liegen gelassen. Du musst ihn sicher verwahren. Dieses Mal habe ich ihn für dich weggepackt, aber du weißt, was passiert, wenn du das nochmal vergisst. Schätze, der Schlüssel liegt irgendwo in diesem Raum, aber keine Ahnung wo. Ich werde ihn suchen müssen. Ein Safe, wie? Auf der Notiz auf dem Tisch stand, dass der Schlüssel sicher verwahrt werden sollte. Sicherer als in einem Safe geht's wohl kaum. Schauen wir mal. Mist, ich brauche den Code. Hm. Hoffentlich gibt's hier irgendwo einen Hinweis auf das Passwort. Ja, hier vielleicht? 8919. Moment, ist das der Code für den Safe? Versuch es wert. 8919. Verdammt, war wohl nichts. Ich muss weitersuchen. 5038. Moment, ist das der Code für den Safe? Versuch es wert. Wow, das hat funktioniert. Verbandskasten. Schlüssel zum KJ Art. Super, damit komme ich zu Murase. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Die Katze haben wir gefunden. Können wir die Ermittlungen abschließen? Okay, jetzt rauf zur Feuertreppe. Sollte links von diesem Raum zu finden sein. Das Ding hat aber eine ganz schön kaputt gemacht. Immer noch kaputt und kein echter Handwerker in Sicht. Sorry, Kumpel, aber heute wirst du nicht repariert. Mist, ich habe keine Wahl. Sieht aber gar nicht so kalt aus, obwohl es Dezember, ne? Es ist Anfang Dezember, während das Spiel spielt. Oh, Aria. Dengen wa tsuite no ni nan mo ugokaen no ya. Wakarimashita. Toriaizu mite mimasu ne. Ich kann es nicht fassen, dass ich das tue. これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。Mann, ich habe keine Ahnung, wie man eine Heizung repariert. なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。Wie er da hinten rumzittert. Ich habe keine Wahl. Ich muss jetzt auf volles Risiko gehen. Schlagen wir einfach alles. Das wird schon gehen. Guck mal da!
Mann, ist das albern. Oh, sasuga ya naika. Nan ya sonai kantan na koto de naorun ya na. Ie ie. O yaku ni tateta you de nani yori desu. Sore ja watashi wa kore de. Oh, das war knapp. Dario, mein. Ah, watashi Aircon no shuri ni kita mono de shite. Honma ka? Mita koto nai kao ya na. Sie haben einen üblichen Typen? Wie oft sind ihre Heizungen denn defekt? Itsumo no an-chan wa dou nai shiten ya? てっきりあいつが来るもんやとばっかり思っとったわ。それはですね。Überhaupt nicht offensichtlich。もう一回業者に電話して、どないなってんのか確認してみようか。Nee, nee, lass mal. Hat also angerufen. Wie kann ich mich da wieder rauswinden? Ja, ich bin. Ja.実は整形したんです。整形？ええ、ちょっと自分の顔に自信が持ってなくて、それで貯めたお金でやっと整形できまして。ほな、なんで声まで変わっとんや。え？声？さっき俺が電話した時と全然声がちゃうやないか。まさか今の今で声も変えてきたっちゅんか？Verdammt, er hat mit dem Typen am Telefon geredet. Ich hätte mir was Besseres einfallen lassen sollen. Nein, ja, koi za ayashi de. Toujoukai no mashimon ya naika. Nein, ja, to. Omae ra, ikashite kaesun ya nai de. Natürlich muss ich die verprügeln. Ja, ich bin nicht der usual Heizungsguy. Sorry. Alter! Multikill! Ey! Das war mies. Jo. Wasn't half bad. Puh, das wäre geschafft. Ich sollte abhauen, bevor mir das ganze Gebäude auf die Schliche kommt. Jo. Wir gehen besser. Wir wollten nach oben. Pling, pling. Oh, nee. Wo denn hier hin? Sieht verschlossen aus. Moment, was ist mit dem Schlüssel für die zweite Etage, den ich im Sicherheitsbüro gefunden habe? Das könnte funktionieren. Die Wahl des richtigen Schlüssels. Die Wahl des richtigen Schlüssels kann eine Methode sein, um ein Schloss zu öffnen. Ach nee. Wähle aus deinen Schlüsseln den passenden Schlüssel zum Schlüsselloch und drücke die entsprechende Schaltfläche. Wenn du den richtigen Schlüssel gewählt hast, öffnet sich die Tür. Wenn du den falschen Schlüssel gewählt hast, bleibt die Tür verschlossen und du musst einen anderen Schlüssel auswählen. Ach, nee. Im Verlauf des Spiels wirst du immer mehr Schlüssel sammeln. Die lassen mich jetzt also ernsthaft die Schlüssel durchprobieren. Gott, ist das dumm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das nachher ist, wenn du so Schlüsselbund mit 30 Schlüsseln hast. Diese Tür war nicht auf der Karte. Warum sind Yakuza-Büros immer so verwirrend? Jedenfalls wird der Schlüssel vom vorhin hier oben nicht funktionieren. Schätze ich, werde das Schloss einfach knacken müssen. Doch jedes Mal diese Animation kommt, dass er erstmal gegen die Tür läuft. Oh, das war doch easy. Hey, ein Item. Was zum? Es gibt keine Treppe nach oben. Das hier ist aber nicht die oberste Etage. Ich muss einen Weg nach oben zu Murase finden. Stamina X. Ja, wahrscheinlich über die Treppe dann. Aber ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Das finale Gespräch mit Murase sehen wir dann morgen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch ein Like da. Gerne auch ein Abo. Falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne kommentieren.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.